Servus Leute und willkommen zu Operation Timed Out. Nein, willkommen zu einer neuen Folge War Thunder und diesmal wieder mit Jay Chris. Hey Leute. Und wie ihr seht, fahren wir heute den 8.8er Flak Truck. Und dazu kommt, heute ist Patch Day und Event Start Tag. Deswegen sind die Server schon wieder abartig am krepieren. Ja, sowas wie am Start werdet ihr jetzt wahrscheinlich häufiger sehen. Das ist jetzt auch der zweite Versuch schon, muss ich ehrlich zugeben. Wir haben es eben schon mal versucht mit Klickzug, weil wir vorher einfach nicht in Staffel gekommen sind. Das ist maximal verwirrend, wenn dein Teammate nicht grün ist. Ja, jetzt ist es wieder viel schöner. Ja, also jetzt weiß ich wenigstens wieder, wem ich vertrauen kann. Eben hat's ja nicht mal eins. Ja, eben. Also, ja, das wird sicher super. Ja, 8.8er Flak Truck ist für mich so ein, ja, ist eine rote Flagge. Ich komme mit diesen Open-Top-Deutschen nicht klar, aber ihr habt es euch gewünscht. Und wie ich es die letzten Male immer gesagt habe, wenn ihr euch was wünscht, dann versuche ich auch das zu bringen. Ich komme halt mit dieser kurzen, ich sag mal in Anführungszeichen, kurzen 8.8 nicht so gut klar. Ja, da ist schon was. Ja, ich sehe es. Oh, Track. Sehr schön. Ja, da. Da ist noch was. Bist du das? Ah, nee, da. Der hat's jetzt durch. Sehr schön. Oh, oh schön, von wo? Von irgendwo. Ah, ich sehe es. Ah, ich glaube von der Richtung. Ich kann ihn nicht beschießen. Ah, sehr schön, jetzt raus. Nein, ist er nicht. Okay. Oh, verdammt. Jetzt ist sehr der schön. Eine davon raus. Also ja, schneller Reload und eine gute Kanone. Also man kommt in der Regel überall durch, wenn man halbwegs gescheit trifft. Aber es ist halt open top. Ich warte jetzt schon aufs nächste Flugzeug. Oh, verdammt. Nein. Jetzt hier auch wieder. Das ist irgendwie bei mir gerade sehr sensibel eingestellt, die Maus. Das muss ich gleich nochmal checken. Ja, yeah. Das Update hat für uns irgendwie ein paar Sachen umgestellt. Also für mich hat es auch was in der Steuerung umgestellt. Alter. T-34er sind super merkwürdig. Also, ja, jetzt ist er natürlich raus. Panzer 4 kommt durch. Ich mit der 8.8er nicht. Macht Sinn! Ich muss mich jetzt hier wegbewegen. Ich kann mich gerade nicht wegbewegen, mein Motor ist weg. Oh, hilft dir der Panzer 4? Eben hat er es mal getan. Jetzt kommt er wieder, ja. Er ist ein guter Panzer 4. Schönes Teammate. Wenigstens einer, ne? Ich hab dich, die Panzer 4. Wir könnten Freunde sein. Wir wollen zusammen ein Video machen. Komm, wir brennen zusammen durch. Eh! Werd mir nicht untreu! Aber ja, wie gesagt, der Patch ist raus. Aber jetzt erstmal noch das hier. Aber ihr könnt ja mal schon mal in die Kommentare schreiben, was euch vom Patch interessiert. Wie ihr den Patch findet und was ihr als erstes sehen wollt. Ich habe mir ein paar Pachten geben lassen. Und habe ja, das eine oder andere bekommen, was man euch zeigen könnte. Also haut raus, was ihr sehen wollt. Dafür ist tot, ich komme wieder zu dir. Du bist so treu. Das ist kein Fremdgehen, wenn er tot ist. Das stimmt. Und die Trauerphase war auch lang genug. Er wird sich wünschen, dass ich wieder glücklich werde. Boah, du kriegst halt die Kanone frontal nicht runter. Ja. Also in A steht was drin. Bist du bei mir? Also kannst du mit auf A schon gucken? Nee, ich hab da doch gerade noch eine. Nee. Ich glaube, ich hab gerade eine Bombe gefressen. Ich lebe aber noch. Ja, ich auch. Das raff ich jetzt nicht. Wie hab ich das bitte überlebt? Das war mega merkwürdig. Ja, bei meinem funktioniert die Kanone gerade. Ja, die Kanone tut gerade ihren Dienst. Aber gut, wir treffen auch gerade auf irgendwie auf weichere Ziele. Du wirst beschossen, da kann das sein? Was, ja. Kann ich leider nicht hingucken. Das ist ein. Oh! Weißt du, ich profit. Oh Gott sei Dank hat der sich gewastet. Irgendwas, woran ich gerade abgeprallt bin. Ich fahr mal zu A, vielleicht kann ich da nach rechts rüber gucken. Wo war das ungefähr? War hier an diesem Haus. Okay, ja. Was war? Kein nicht der Jagdpanzer, der da gerade angezeigt ist, das war was anderes. Der Spieler war gerade ja auch nur den Reparatursimulator. Ja, so geht's ja mit den deutschen Open Tops halt immer. Aber ich lebe noch. Also au!
Okay, jetzt habe ich ein Problem. Da steht was und schießt auf mich und ich krieg natürlich Fronis Rohr nicht runter. Oh, ich hake das nicht. Bist da wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich kann jetzt wieder fahren, ja, ich bewege mich jetzt. Nein, da kam gerade ein Gegner. Den hätte ich noch beschießen können. Du bist halt, also in meinen Augen bist du einem normalen Kampfpanzer in so gut wie jedem Belang unterlegen. Außer du hast eine Sniper-Position und lässt sie kommen. Das ist ja auch ein... Es ist eine Flak. Oh, das ist eigentlich eine Flak, aber es ist im Endeffekt ein Panzerjäger. Ja, ja. Krummel, krummel. Also da ist ein M24 jetzt bei A. Ja. Ich bin ganz perplex davon, dass wir kein Operation Timeout mehr hatten bis jetzt. Kommt vielleicht noch am Anfang der Runde. Möglich. Habt ihr auch so Probleme, liebe Leute, oder hattet ihr so Probleme? Bei euch ist ja gestern Patchday gewesen. Bei uns ist es leider sehr aktuell. Es sei denn, ihr habt einen Patch heute erst runtergeladen, dann ist für euch heute Patchday. Das stimmt, aber die Server werden dann zumindest aktiv wieder funktionieren. Hoffen wir. Hoffe ich. Ich brauche mal neue Granaten, ich habe nur noch 6 Stück. Ah ja, und die Tarnung hier ist eine Marketplace-Tarnung. Die war früher relativ günstig, sonst hätte Jan sie nicht. Mittlerweile kostet die 6 Gaijin Coins, was, naja, schon happig ist. Aber sie ist sehr schick, finde ich. Ja, die ist wirklich cool. Also, sie steht dem Ding sehr gut. Ich finde zwar auch, das normale Grau steht dem Ding gut, aber das steht dem Ding noch besser. Ich bin gerade. Also nicht ganz sicher, was auf der Map hier passiert, also... What happened? Ich glaube, da hinten steht was, ja. Ja, da stehen einige hinten durch. Das eine ist so ein komischer, unser sowjetisches Gegenstück. Ach, die Jag. Das Jag-Ding, ja. Oh Gott, ja, okay. Flugzeug, geh einfach gewonnen. Weg. Er hat gewonnen. Das ist auch echt unfair. Der ist so ein kleines Kackziel, das trifft man gar nicht. Ich bestimmt einmal, habe ich ihn getroffen, da war nur der Commander, aber vielmal habe ich knapp an ihm vorbeigeschossen, weil er ist ja nur der Truck und die Kanone. Ich bin halt ein Bus mit einer Kanone. Von der Größe her. Ja, okay, ja. Bei dem ist. Ach komm, jetzt, guck mal, genau jetzt passiert es schon wieder. Flugzeug. Flugzeuge haben dich nicht so lieb. Nee, Flugzeuge hassen mich in Open Tops. Ich habe da wirklich aus 5 Kilometer Höhe so einen roten Marker. Dass die auf mich schießen dürfen. Gott, geht mir das auf den Sack. Ich fahr mal nicht in deine Nähe, weil du hast so einen roten Marker, dass die auf dich ja, schießen dürfen. Ja, ist halt echt wenn so. Wenn sie dann auf dich schießen und ich in deiner Nähe bin, dann schießen die meist auch auf mich und... Kann ich verstehen, das ist uncool. Es gibt spaßigere Dinge als beschossen werden, ja. Von oben beschossen zu werden, ohne das, was dagegen zu tun. Oder tun zu können. Das Ding hat ja nicht mal MG oder sonst was. Echt, ne, die, selbst die Kuh hat nicht mal irgendwie Handfeuerbewaffnung oder so. Das, sowas fände ich eigentlich mega cool, wenn die Crew die Möglichkeit hätte, mit ihren Handfeuerwaffen auf Flugzeuge zu schießen. Theoretisch hätten ja die Models für Handfeuerwaffen. Nimm sie einfach die aus einer Liste. Das stimmt. Das Schadensmodell wäre ja auch da. Würde also gehen. Aber dazu müssten sie halt die ganzen Leute animieren und ich glaube, da haben sie keinen Bock drauf. Ja, obwohl da können sie auch einfach die Animation aus der Liste nehmen. Ach ja. Man kann sich Dinge noch wünschen, ne? Es ist ja bald Neujahr, da kann man guten Vorsatz fürs nächste Jahr treffen. Überleg grad, warte, das ist die. Flugzeug hier weg. Das ist die vorletzte Folge vor Weihnachten. Was macht ihr Schönes an Weihnachten, liebe Leute? Macht ihr schöne Familienfeier oder seid ihr so wie ich und seid ihr eher so Weihnachten? Und wünscht ihr euch schöne Dinge? Weiß nicht, so im Alter hat mich dieses Geschenkewünschen irgendwie komplett verlassen, muss ich sagen. Ja. Im Alter, das klingt schon wieder so, ja, ich weiß, aber. Ich bin mittlerweile glücklich über Gutscheine und Geld. Ja, es ist halt cool, dass ich einfach das tun, was man dann davon halt auch braucht. Ja.
will und es einem zusagt. Ich habe auch nicht mehr so die Wünsche. Also Spielzeug kann ich mir jetzt selber kaufen. Das stimmt. Und wenn ich meinen Eltern sage, hey, ich wünsche mir die Actionfigur von dem und dem Spiel, dann gucken die mich an. Hä? Eh. Aber Papa, ich wünsche mir ein 70-Euro-Flugzeug in War Thunder. That's the spirit. Alter, ich push jetzt mit der 8-8er. Ich sehe, du machst das auch. Klar. Ich glaube, in die Richtung könnte noch was sein. Ja, yeah. Ja. Auf der Straße wird er sogar halbwegs schnell. Oh, ja. Hm. Manno. Nix lässt du übrig. Als ob die Kanone was übrig lässt. Das ist nicht meine Schuld, dass die Kanone da sehr potent reinhaut. Rechts von uns könnte noch ein T-34 irgendwo sein. Ihr habt da was gefunden. Alter, der Sound ist schon wieder anders, oder? Sound haben sie auch angepasst, ja. Alter, das klang gerade, als hätte man... Oh. Du Otto, Alter! Oh, der hat noch Spawn Protection, das ist jetzt... Heide Witzka. Also der Sound von dem Flugzeug klang gerade, als hätte man einen luftleeren Autoreifen auf die Felge gemacht und einfach Gas gegeben und der Lappen klatscht die ganze Zeit irgendwo dran. Weißt du, was ich meine? Ja, was ist auch irgendwie in der Lautstärke, haben sie wieder ein bisschen rumgespielt. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir machen gerade eine Flüsterfolge, weil der ganze Ingame-Sound ist gefühlt leiser. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es so passt, Leute, oder ob ich wieder was ändern soll. Jedes Update der gleiche Scheiß, ne? Ja, gerade beim Song, können die das nicht einfach mal lassen, wenn sie irgendwann was gefunden haben? Ja, vor allen Dingen, ich habe mich ja gerade dran gewöhnt und es war nicht mal schlecht, was sie hatten, fand ich. Genau, es hatte seinen, ja, es ist immer so, wenn man immer was Gutes haben, auch generell an Soundfiles und so, es geht wieder raus mit dem nächsten Update und dann wird wieder dran rumgeschraubt und rumgespielt und verschlimmbessert. Ja, oh, wir sind Best Squad, sehr schön. Genau wie eben bei mir in der Aufnahme, da waren wir auch die ganze Zeit nur Best Squad. Wir haben es halt drauf. Heute ist echt ein guter Tag. Nein. Mal von den Serverproblemen abgesehen. Und ich habe noch nicht in Zeit hier Jets geguckt, wie es mit Balance in August sieht, aber... Ich gehe vom Schlimmsten aus. Oh, was bekomme ich? Backup-Vehikel. Nice. Ich will die ganzen Amerikaner heulen hören. Wenn sie, die Chinesen haben die beste F-16 voll unten. Ja, das stimmt. Voll gut. Ich mache den Master-Volumen mal ein bisschen höher. So, let's try that again. Ja, jetzt höre ich auch wieder Sound in-game. Also Leute, sorry, falls das gerade irgendwie zu leise war. Oder zu laut. Hä? Huh? Was hast du gesagt? Oder ob es zu laut war. Jetzt ist es noch lauter. Ja. Mir voll egal, Alter. Warte, wie viel Frontpanzerung hat das Ding? 15 mm. Es hat einen Motor vorne, das reicht. Ja, aber du kannst halt nicht, wenn die Kanone wenigstens irgendwie noch auf einem Podest stehen würde, dass du nach vorne vor dich feuern kannst. Aber ist halt eine Flak. Ist halt eine Flak, also darum ging's denen halt nicht. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was ich von der Performance halten soll, weil auf manchen Maps habe ich massive Einbrüche von FPS bis jetzt gehabt und auf anderen Maps habe ich das Gefühl, das Flow läuft viel besser. Ist das bei dir auch so? Ich habe immer ungefähr den gleichen FPS-Bereich. Hast du es irgendwo drauf gedeckelt? Nö. Die Leistung meines Laptops, ja. Wie viel FPS spielst du denn? Zwischen 50 und 60. Gut, ich würde es auch auf 30 spielen. Mir ist sowas voll egal, solange es nicht unter 30 geht. Also ich mag altbackene Grafik, aber ich muss sagen, bei den FPS bin ich mittlerweile hart verwöhnt. Also wenn ich unter meine 80 komme, bin ich unglücklich. Hi. First Strike? Wie könnt ihr da schon ewig mit dem Gegner kuscheln immer noch und ich krieg First Strike? Wie geht das? Ja, Second Strike.
Oh oh, so ein Aal ist ein bisschen dicker. Ja, der hat schon was. So ein Sarg hingegen. Krass, ich komme nicht durch die Kanone durch den Turm durch. Okay, du kannst nicht durch die Kanone durch in seinen Kampfraum schießen. Hä? Okay, bin verwirrt. Jetzt bin ich gerade durchgekommen und der Typ, der hat eine gute Crew, der Typ. Das wird mich auch mal, wenn andere Spieler auch eine Crew leveln. Das ist voll unfair, das sollen die lassen. Lass den Scheiß, Leute. Echt mal. Hey, hat mich gerade jemand gerammt? Oh Mann, ja, du Lappen, ey. Jetzt hast du mein Aim verhauen. Ich hab einen starren Turm. Oh, ja, yo Mom, Alter. Ich wollte gerade ein Teammate reparieren und mein Dingsbums war kaputt, mein Richterantrieb. Hat mich dabei weggelammt. Gelammt. Voll in dich reingefahren, um dich zu reparieren. Ja. Cool. Krass, also ich bin echt ein bisschen irritiert, dass ich durch den Aal nicht durchgekommen bin. 150 mm Pen auf 100 Meter. Der Aal hat jetzt ungefähr 100 bis 110 mm Turmpanzerung. Gut, hat ein paar Winkel, aber würfel ich gerade so scheiße? Also wenn ich den Aal spiele, sieht das anders aus. Von wo? Okay, beim ersten Schuss bin ich auch nicht reingekommen in den Aal. Oh, schon wieder ein Flugzeug. Oh, Flugzeug, ja. Ja, ja. Das hab ich geholt. Das hat leider der Fluch von diesem Ding. Dann steige ich erstmal in die Wirbelwind, bevor ich da jetzt meinen Gutschein raushaue. Man ist auch oben top, aber die kann wenigstens zurückschießen. Without a miss. Sehr schön. Ich finde es voll irritierend, dass die ganzen Errungenschaften jetzt vorne aufploppen die ganze Zeit. Genauso wie die neuen Hitmarker finde ich auch maximal verwirrend. Also ich meine, man wird sich dran gewöhnen, aber es ist halt erstmal eine Umstellung. Sag mal, wo steht denn dieser M4? Da. Nee, warte, da ist noch einer, oder? Was geht denn hier ab? Voll merkwürdig hier gerade. Schießt du P51? Ja. Schießt du, machst du Putt-Putt? Ich versuch's. Ah, okay, der Aal ist raus. Bei dem habe ich gerade irgendwie Respekt gehabt. Ich hab so ein bisschen Bammel mit dem Ding hier irgendwie alleine fortzufahren. Hey, P51 ist raus. Sehr schön. Willst du mitkommen? So mega gern. Du bist genau der Counter für das Ding, was mich am besten countert. Komm schon. Brauch Schutz. Komm, noch ein zweites Flugzeug, ja. Das fliegt direkt auf dich zu. Er ist gerade über mich weggeflogen, ja. Ich muss mich jetzt hier sehr, 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 sehr sneaky fortbewegen. Aua, noch ein drittes Flugzeug, das hat mir ziemlich weh getan. Okay, dann bleib weg von mir. Ich halte mich jetzt nur noch im Schatten auf. Im Schatten wandeln wir. Was waren das noch? Das war auch irgendein Film, oder? Aber auch, könnte auch aus Assassin's Creed sein. Stimmt, könnte auch aus Assassin's Creed sein. Assassin's Creed. Ja. Die FSK 18 Version für... Oh Gott, sowas will ich hier nicht sehen, da ist ein M16. Ich habe ihn one-shottet. Sehr schön.
Ich glaube, der hatte schon Crew verloren, sonst hätte das nicht funktioniert. Ich habe eine Bombe. Okay, der ist scheinbar futsch. So viele Flugzeuge, wo sind die anderen Flugzeuge? Jetzt ist einer gespawnt. Gemein. Nein, Bombe. Nicht. Okay, gut. Hey, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll, aber ich schäme mich so ein bisschen. Ich habe ein Loch im Treibstofftank. Ein gepressen Tank. Was? Ja, habe ich wohl. Ist doch gut. Bam! Ich glaube, ich habe gerade eine gute Posi. Au, au. Ja, und da kommt die Bellfeuer. Das atomare Dorito, Alter. Der hatte mich auch geholt, ja. Der so ein Mist. Macht das nicht schlecht. Der sneakt sich dann ran, wenn man nicht drauf achtet. Ja gut, sollte man so tun. Hat mir auch gemacht, ja. Ich geh mal in die Flieger. Aber die Runde sollten wir in der Tasche haben. Ja, die gewinnen wir. Also wenn jetzt wirklich kein... Wenn die jetzt keine Nuke droppen oder so. Was auf dem Battle Waiting eher unwahrscheinlich ist. Ich hoffe, mit der Aufnahme ist alles klar. Könntest du denn aber nicht auf den Patch Day schieben? Haha. Nee, könnte ich nicht, aber mein OBS zeigt komische Dinge an und ich hoffe, das funktioniert alles. I4&I habe ich jetzt diese Aufnahme, glaube ich, schon zum dritten Mal bekommen. Bin heute ein bisschen rachsüchtig, habe ich das Gefühl. Aber ist auch okay, oder? Ich spiele War Thunder richtig. Entweder rächt sich mit der Bombe oder anders. Geht nur ums Rächen. Und Spaß verderben. Wenn ich keinen Spaß haben darf, dürfen es die anderen auch nicht, ne? Dadurch das hast ist, du dann das, wieder Spaß. Das ist das Credo von War Thunder. Ja, und dann, dadurch hast du dann wieder Spaß. Also es ist wieder richtig. Balanced, wie alle Dinge. Lol, Final, First Strike und Final Blow. Wie heißt das Missionsentscheider auf Deutsch? Wie heißt das auf Englisch? Missionsentscheider ist das, ja. Muss gleich mal gucken. Also das lief erstaunlich gut, deswegen hören wir jetzt hier auch gleich aus. Ich gucke mir jetzt noch kurz an, wie das Ding heißt. Ich glaube, wir haben diesmal keine beste Staffel bekommen. Nicht? Ich glaube nicht. Das lag dann aber an dir. Wie heißt denn das? Mission Maker. Haben wir nicht? Final Blow? Nee, haben wir echt nicht. Wir haben dieses Mal keine nicht. Dieses Mal nicht. Aber dafür alle anderen Male heute. Hä, wir haben so wenig Awards. Ja, geht euch die. Wann Donnerstag kommt sie, ne? Ja. Geht euch die coole Folge mit mir bei ihm an Donnerstag angucken. Meine Sprache geht jetzt auch schon wieder flöten. Deswegen würde ich sagen, was ist das für heute. Vielen Dank für den Vorschlag. Vielen Dank, dass ihr da dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.